Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Total Tank Simulator. Und heute spielen wir ein wunderschönes Ründchen UdSSR, denn das steht ja noch an. Und ich bin gespannt, wie es wird. Da hatten wir eine Abstimmung gemacht. Bin mal gespannt, wie weit ich heute komme. Wobei, kann ich euch heute schon mal sagen, es wird heute ein bisschen wahrscheinlich eine kürzere Folge werden, weil es schon super spät ist. Ich habe heute sehr lange gearbeitet. Und es ist besser, als gar keine Folge zu bringen. Предательское нападение немцев застало нас врасплох. Фашисты перешли границу и стремительно приближаются к Москве. Нельзя позволить им захватить столицу. Вы любой ценой должны выиграть для нас время, чтобы мы успели укрепить оборону. Ja, mein Russisch ist leider nicht so gut, ich habe kein Wort verstanden. Aber gut, es gibt hier Untertitel. So, defensiver Akt, wir müssen uns erstmal verteidigen. Ja, genau, also heute ein bisschen kürzere Folge, weil ich die noch hochladen muss. Und das ist eigentlich das Hauptproblem meistens. Deswegen gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Aber ich wollte keine Folge ausfallen lassen, beziehungsweise die letzte Folge ist ja schon ein bisschen her. This Survivalist hat mich da ja insgesamt sehr eingespannt. Aber ich dachte mir, heute muss aber mal wieder ein Völkchen kommen. So, was haben wir? Inrschef. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber erst gucken wir mal kurz in den Tech-Baum rein. was könnten wir erforschen? Vielleicht eine verbesserte Geschützartillerie, halte ich für sinnvoll. Wobei, können wir gar nicht, wir können momentan noch gar nicht forschen, wir haben gar keine Forschungspunkte. Ja, aber wir sollten uns dann halt auch um bessere Panzer und so kümmern. Ich weiß nicht, also die Special Weapons von den Russen kennen wir ja schon. Das sind ja die Kampfhunde, die, ich glaube, explodieren. Dann die komischen Bären mit dem KV-1-Turm drauf war es, glaube ich. Und dann halt diese superschwere T-42. Ach, die waren so mäh. Also mit den Deutschen haben wir die echt zerlegt und mit den Amis auch. Deswegen gucken wir mal, ob wir die überhaupt benutzen wollen. Wie die Ratte oder sowas von Deutschen, das war halt schon echt ein Brett, aber sowas, geht so. Muss man mal gucken, wie teuer die tatsächlich sind, weil das ist echt so eine Kosten-Nutzen-Frage. Da bin ich einfach zu harter BWLer für. Ach guck mal, diesmal fangen wir sogar von der rechten Seite an, das ist ungewöhnlich, das hatten wir glaube ich noch gar nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir verteidigen. Also, wir haben, was war das? Panzer 3, glaube ich. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. 109er. Zwei Arti-Stellungen. Stuka. Was war das andere? Könnte eine Focke gewesen sein. Nicht genau gesehen. Bisschen Infanterie. Noch mehr Infanterie. Das sahen wir noch Panzer 2 aus. Ja. Nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker haut, aber wir haben halt leider nicht allzu viel, was wir da entgegenwerfen können. Ah ne, Panzer 38, was ist das denn? Sagt mir überhaupt nichts. Aber die scheinen ganz okay zu sein, die Dinger. Okay, und das sind Panzer 2, Transport-LKW, die habe ich tatsächlich noch nie in Einsatz gesehen. Aber irgendwie unsere Waffen, fällt mir jetzt alles nicht so gut. Weiß nicht, ob wir hier vielleicht mal ein bisschen den Wald mit Minen zupflastern. Man muss halt bei den Minen leider immer aufpassen. Weil da zählt ja jede einzelne Mine zählt als eine Einheit. Dass man da halt nicht sich jetzt komplett alles zerschießt. Was die Einheitenstärke angeht. Arti ist eigentlich immer gesetzt bei mir. Weil die sind meistens sehr stark. Ich bin gerade echt am Überlegen,
Upsi. Ob ich einfach die Infanterie nehme und sag, Leute, vergrabt euch. Weiß nicht, was die Infanterie jetzt hier zum Beispiel machen wird. In dem Wald. Mal gleich dann mal ausprobieren. So, und dann habe ich jetzt halt noch einen Arsch voll diesen schweinebilligen Panzern, die ich setzen kann. Oder auch nicht. Okay, da sind gar nicht so viele. Vielleicht mache ich doch 1, 2 Artis weniger. Genau, jetzt haben wir nämlich das Problem. Ich muss hier erst von den Minen was wegmachen. Alter. Sonst kann ich nämlich keine Einheiten mehr spawnen. Und jetzt habe ich kein Geld mehr, aber das ist okay. Boah, das könnte... Freunde. Findet Deckung? Verteidigt? Verteidigt hier erstmal. Ihr findet Deckung. Ihr verteidigt. Und die Panzer lasse ich einfach mal machen. Kann ich denen auch sagen? Nee, kann ich nicht. Na ja, gut, gucken wir einfach mal, was passiert. Sieht schon witzig aus, muss ich sagen. Hier diese kleine Panzereinheit, aber die wird leider wahrscheinlich massiv auf den Sack bekommen. Scheiße, ich habe halt nichts gegen die Flugzeuge mitgenommen, aber gut. So, da sind die Minen. Ah, verdammt, die fahren drumherum. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut. Dann ist das so. Okay, aber hier macht es die Masse. Das ist super. Komm, bitte fahrt noch ein bisschen weiter. Ein bisschen danach da drüben. Nein. Nein. Unsere Art, die macht die Minen kaputt. Sehr gut. Das hat hier gut funktioniert. Alter. Die Panzer halten natürlich mega viel aus. Das sind ja so Pea-Shooter. Ja, fahr durch die Minenlappen. So, die A-Team muss noch weg. Sehr gut, ja, es sollte eigentlich gemacht sein, ne? Ich glaube, es sind nur noch die Flugzeuge im Rennen. Okay, ich habe keine Ahnung, was machen die da? Was zum... Ich weiß nicht, was die da tun. Komm, Kollege, fahr mal weg. Wenn da eine Bombe drauf fällt, dann sind alle im Arsch. Muss ja nicht sein. Ne, es sind, glaube ich, wirklich noch die Flugzeuge im Einsatz. Kann ich mich hier in so ein Haus reinstellen? Geht das? Ja, geht. Nur mal so vorsichtshalber. Bisschen Dach über dem Kopf. Na gut, wenn ich rausgehe aus dem Panzer, werde ich gleich wieder raus. Aber gut, wir haben es geschafft. Es war sogar recht eindeutig. Wir haben zwar ordentlich Material und Männer gelassen, aber war okay. Bisschen Plus gemacht. Ich glaube, bei der UdSSR wird das echt eine Sache mit dem Geld. Muss mal vorsichtig, glaube ich, sein. So, wir rekrutieren auf jeden Fall mal Scharfschützen. Die werden wichtig, glaube ich. Dann, wir brauchen bessere Panzer.
Ja, wenn je schneller wir irgendwie ein T34 oder sowas bekommen, desto besser. Scheiße, wir haben. Na, ich hätte die Scharfschützen nicht erforschen sollen. Aber gut, ist jetzt halt so. Ist jetzt halt so. Oder halt irgendwelche Billo-Panzer. Hier so ein Kamikaze-Panzer. Habe ich noch nie benutzt. Gucken wir einfach mal. Ja gut, das bringt leider noch nichts jetzt, die Offiziere zu benutzen, weil ohne Fahrzeuge sind die halt echt für einen Bobbes. So, und ich bin gespannt. Wir haben noch nie Kamikaze-Panzer benutzt, davon werde ich jetzt vielleicht einfach mal einen Haufen reinwerfen. In der Hoffnung, dass sie was taugen. So. Das ist ja eine Wellen-Map. Wir müssen die Wellen überstehen. Okay, da haben wir irgendwie einen Haufen Infanterie. Und sonst nicht sehr viel. Nähert sich Gruppen von feindlichen Einheiten und zerstört sich dann selbst. Das Krasse ist, der ist teurer als ein BT-5 und der BT-5 sprengt sich nicht. Ah. Ist jetzt unbefriedigend, ne? Aber ich werde den trotzdem jetzt mal. Upsi. Ich werde den trotzdem mal benutzen. Und zwar möchte ich, dass drei von denen einfach mal da reinfahren. Ich hoffe, die überleben es überhaupt. Bisschen Artillerie hier und da verteilt. Aber wenn man Russland spielt, muss man natürlich auch einfach mit viel Infanterie kämpfen. Oh shit, ich habe gar kein Geld mehr. Aber Scharfschützen sind super wichtig. Gut, gucken wir einfach mal, was passiert. Das hier wird jetzt halt interessant werden gleich. Auf, Freunde. Ich hoffe, ihr habt genug Panzerung, um überhaupt bis zu den Feinden vorzudringen. Soll das jetzt euer Ernst sein? Ah, okay. Ich habe schon gedacht, die hätten sich alle einfach nur alle hingelegt. Aber nein, die sind tatsächlich alle draufgegangen, die Gegner. So. Da sind ein Haufen deutsche Panzer. Unsere Panzer fahren halt um die drumherum die ganze Zeit irgendwie. Zweite Welle schon, okay. Jetzt geht's da vorne los. Infanterie. Haufen Infanterie. Okay, das hat leider nicht funktioniert. Shit. Müssen wir mithelfen. Oder auch nicht. Also die BT-5... Oh Gott, das ist viel zu laut. Die BT-5s machen eigentlich einen ziemlich guten Job. So, und da kommt die letzte Welle. Kommt von hinten irgendwie noch was? Nö. Ich glaube, dass wir ganz okay Chancen haben.
Leider. Oh, nee, verdammt, Flugzeuge. Leider hat es halt unsere Arti, glaube ich, komplett zerlegt. Ja, was machen denn unsere Panzer jetzt? Ach du Scheiße. Ich sehe nichts. Das könnte unangenehm werden. Diese komischen Panzer sind echt fies. Ich glaube, ich werde das gleich nochmal versuchen müssen. Werde mich dann aber komplett auf BT-5 beschränken. Da hinten noch irgendwas von mir? Hä, wo sind denn noch Leute von mir? Oh. Die Scharfschützen haben sich hier aufs Dach verzogen. Nee, guck mal, da ist noch viel mehr auf der Map. Aber gut, was soll ich machen, ey? Ich kann versuchen, mit einer Granate irgendwas zu reißen, aber die haben leider... Ah doch, die haben auch... Die haben auch die dicken Haftminen. Das ist gut. Ich weiß halt nicht, ob man sich hier zum Beispiel effektiv vor der KI in einem Wald verstecken kann. Ach du Scheiße. Okay, die zweite Haftmine ging nicht durch. Aber gut, versuchen wir es nochmal. Es kann nicht mehr als schief gehen. Aber vielleicht wird ihr unser Mut belohnt. Wir haben jetzt das Glück, dass wir hinter einem Hügel sind. Oder auch das Pech. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, um Gottes Willen, das wird sowas von hardcore knapp. Jesus. Alter. Mit den letzten zwei Einheiten. Das glaubt mir auch keiner. Schön. Easy. Nein, easy nicht. Schön. Finanziell hat sich das recht ordentlich rentiert. Und jetzt können wir auch direkt einfach mal ein BT-7 erforschen. Und im nächsten... Ach so, wir kriegen die T-34 erst im nächsten Akt. Okay. Ich muss ja tatsächlich sagen, von den Flugzeugen halte ich in dem Spiel wirklich sehr, sehr wenig. Ja. So, was können wir noch machen? Ich bin gerade überlegen. Wir sind jetzt bei fast 20 Minuten. Ich versuche jetzt mal eine schnelle Runde noch. Es darf nur nicht zu lang werden. Gucken wir mal, wie es läuft. Waren hier sehr viele Flugzeuge angezeigt. Es war eine Fabrik angezeigt. Und Panzer. Also eine ziemlich bunte Mischung. Alter. Okay. Eine Baracke, okay. Aber keine Soldaten davor. Das ist schon mal gut. Das würde ich dann einfach mal sagen. Haufen Flak. Und Arti. Haufen Flak und Arti. Ein bisschen Panzer vielleicht noch. Irgendwie sowas in die Richtung. Die Panzer muss ich mir gleich angucken. Wahrscheinlich sind es wieder diese 38er, was auch immer, Panzer. Ja gut, das ist halt einfach eine Jägerstaffel. Eine große Jägerstaffel. Mehrere Jägerstaffeln. Ne?
Würde ich mal sagen, holen wir die mal schön vom Himmel runter. Ja. Eher klotzen statt kleckern dieses Mal. Und da hinten kommt jetzt Arti hin. Ohne Ende. So. Und der Rest wird mit Panzern aufgefüllt. Wie schlagen die sich gegen die? Na gut, so mittelprächtig, aber immerhin besser als die BT-5s. Wobei, vielleicht muss ich die gar nicht hier so weit spreaden, sondern eher konzentrieren auf da, wo es fehlt. Und ich würde sagen, wir gucken einfach, was passiert. Auf Flachs. Die Arti wird in Ruhe gelassen, das ist schon mal ganz gut. Ich sehe jetzt leider nicht, dass irgendwie die Stukas alle schon mausetot sind. Ja, wobei so langsam. So nach und nach werden sie abgeschossen. Wo sind denn eigentlich die Gegner schon Panzer hin? Was ist da passiert? Okay, das war eine klare Sache, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber die Arti, ey. Die Arti hat halt einfach wieder rausgerissen, glaube ich. Die haben halt echt nichts zu lang. Wie viel ist denn von unserer Luftabwehr noch übrig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, die da hinten habe ich wohl nicht gebraucht, scheinbar. Hier ist auch ein bisschen Arti doch draufgegangen noch, aber ich bin zufrieden. Bin zufrieden. Sehr schön. Das war der letzte. Nice. Aber gut, man muss auch dazu sagen, wir sind im ersten Akt, ne, von der UdSSR. Das ist jetzt noch Kinkerlitzchen. Das wird natürlich noch hässlicher. Aber wir haben wieder ein dickes Plus gemacht. Das ist halt das Wichtigste, dass wir uns wirklich ein finanzielles Polster aufbauen. Nö, ganz ehrlich, ich schalte hier jetzt nichts mehr frei und würde sagen, wir machen tatsächlich heute mal beim Frühschluss 23 Minuten. Ich finde das eine okaye Folgenlänge und nächste Folge gibt es dann wieder ein bisschen länger. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüssi.